Kurz informiert bei Heise Online mit Hanna Alschner. Unter deutschen Sicherheitspolitikern wird hitzig diskutiert, wie ein durch Russland veröffentlichtes Gespräch von Führungsoffizieren der Luftwaffe mitgeschnitten worden sein könnte. Am Freitag wurde die Diskussion über die Möglichkeiten einer Belieferung der Ukraine mit dem Marschflugkörper Taurus vom russischen Propagandakanal RT veröffentlicht. Das Bundesverteidigungsministerium hat bestätigt, dass es die Konferenz gab, prüft aber derzeit, ob der Mitschnitt verfälscht wurde. Wie Russland an den Mitschnitt gelangte, wird nun vom militärischen Abschirmdienst untersucht. Nach dpa-Informationen haben die Offiziere über die Kommunikationsanwendung WebEx miteinander gesprochen. Auch Heise Online liegen Informationen vor, wonach WebEx häufig von der Bundeswehr eingesetzt wird. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte der dpa, es gibt Anhaltspunkte, dass mit Blick auf die offensichtlich besprochenen Inhalte ein nicht ausreichend sicheres Kommunikationsmittel verwendet wurde. Dies ist unter anderem Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Eine Gruppe von Apple-Nutzern in den Vereinigten Staaten hat eine Sammelklage gegen den Konzern angestrengt, weil dieser mit seinem iCloud-Speicherangebot gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen soll. Die Klage, über die der juristische Newsdienst Bloomberg Law berichtet, spricht davon, dass Apples Dienst andere Anbieter einschränke, um den Markt weiter zu dominieren. Die Preise seien so hoch, dass Apple fast nur reinen Profit generiert, so die Klageschrift. Die Sammelkläger erhoffen sich, mehrere Millionen Mitkläger zu finden. Ob es dazu kommt und die Klage überhaupt als Sammelklage zugelassen wird, ist derzeit noch unklar. Apple hat sich zu dem Vorgang bislang noch nicht geäußert. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat die Kryptowährung Bitcoin die 60.000-Euro-Marke genommen. Am Montagmorgen kostet ein Bitcoin mal ein paar hundert Euro mehr, mal ein paar hundert Euro weniger. Damit übertrifft die Kryptowährung ihr bisheriges Allzeithoch vom 10. November 2021, als der Kurs bei rund 59.700 Euro lag. Derzeit legen Kryptowährungen eine Preisrallye hin, insbesondere Bitcoin als größte mit der höchsten Marktkapitalisierung. Letztere liegt inzwischen bei 1,18 Billionen Euro. Drei Amerikaner und ein Russe sind zur internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die sogenannte Crew 8 startete am späten Sonntagabend an Bord eines Crew Dragon der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Damit flogen nun zum wiederholten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und den daraus resultierenden immensen Spannungen zwischen den USA und Russland Raumfahrer beider Länder gemeinsam ins All. Die NASA-Astronauten und der Kosmonaut werden Dienstagvormittag an der ISS erwartet und sollen rund ein halbes Jahr dort forschen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.